zurück. Wir gehen in den Austausch. Wenn Sie uns im Stream sehen, dann nutzen Sie bitte Menti, also menti.com. Der Code ist, glaube ich, gleich zumindest zu sehen. Ich kann ihn aber auch schon ansagen. 1104-5666 und dann können Sie da Ihre Fragen stellen. Wer hier im Saal ist, kann entweder auch Menti nutzen, wenn er oder sie denkt, ich muss jetzt hier nicht unbedingt ins Mikrofon sprechen, keine Lust zu. Wer das aber tun möchte, kann das auch sehr gerne machen. Bitte geben Sie uns dann einen kleinen Fingerzeig. Wir haben Saalmikros hier und dann können Sie Ihre Fragen hier vorne loswerden. Die beiden, die Sie ausfragen können, sind Katharina Scheiter. Sie haben sie eben schon gesehen, wenn Sie beim Auftakt dabei waren. Wenn nicht, stelle ich sie gern noch mal vor. Professorin ist sie für digitale Bildung an der Uni Potsdam und die eine Hälfte der wissenschaftlichen Leitung der Lern-Digital-Transferstelle. Ihr Kollege Dirk Richter ist jetzt hier in einem anderen Raum in genau diesem Format auch gerade unterwegs. Und Sie können Ihre Fragen richten an Michaela Weiß. Michaela ist beim Forum für die Vernetzung von Schulen, Schulträgern und Schulaufsichten zuständig, also erfahren im Netzwerken, was sich ja wohl mal nicht negativ auswirken kann auf die Vernetzung in Sachen Lernen digital. Auch da geht es ja dezidiert um Austausch, um Transfer. Sie, Frau Scheiter, haben uns das vorhin entwickelt. Und wir starten mit einer kleinen Präsentation, aber wirklich ganz knapp und kurz als Einstieg und Überblick. Und dann geht's ran an Ihre Fragen. Bitte schön. Ja, die wollten wir eigentlich so ein bisschen ausblenden, weil Katharina hier ja die ganze Zeit schon war. Okay, aber, ich dachte, du hast noch mal in a nutshell. In a nutshell, können wir noch mal eine Folie? Genau, also wir wollten letztendlich noch mal kurz erklären, warum wir hier auch im Tandem sitzen. Wir vom Forum Bildung Digitalisierung sind zum einen erprobt im Zusammenbringen unterschiedlicher Akteure, aber auch unterschiedlicher Stiftungen. Also wir sind ja nun mittlerweile getragen von 10 Bildungsstiftungen und die zusammenzubringen war auch nicht leicht und hat uns eine Weile Arbeit gekostet. Und mittlerweile sind wir aber sehr froh, wie es läuft und ich glaube, da können wir auch schon mal zum einen die Synergien der Stiftungen sichtbar machen, auch hier im Programm mit einfließen lassen und neue Formate gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen entwickeln. So, Darf ich da gleich mal reinfragen? Wieso seid ihr denn froh, wie es läuft? Was läuft denn schon gut? Ist ja noch relativ jung, der Verbund. Ja, genau, jetzt 7 Jahre. Und wir waren ja auch so eine Idee der Stiftungen und die mussten sich ja auch finden in diesem Verbund. Was soll das Forum machen? Wer hat wie was zu sagen? Und jetzt läuft es, will nicht sagen reibungslos, aber es läuft deutlich entspannter. Es läuft entspannt. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn du noch weiter ausführen möchtest, gerne drauf los. Nee. Okay. Dann liegt der Ball bei Ihnen. Gibt es Fragen zu allem, was Sie seit heute früh oder seit vorhin hier bei uns gehört haben? Nachfragen, Verständnisfragen, Fragen zur Rollendefinition? Bitte schön, da ist das Mikro für Sie. Und ein Träumchen wäre es natürlich, da das alles hier der Vernetzung dienen soll, wenn Sie sich kurz vorstellten. Sehr gerne, mein Name ist Cordula Hobern, ich bin Schulleiterin an einer Grundschule. Eine herausfordernde Lage, sagt man das ja so nett heutzutage. Genau. Meine Frage ist ein bisschen, Sie haben vorhin gesagt in Ihrer Einführung, dass diese Transferstelle vor allen Dingen die Informationen aus Wissenschaft und Praxis einholen. Ich bin die Praxis pur. Für mich ist die Frage, wo finde ich die Praxis? Wie kommen Sie genau an die Dinge, die in der Praxis sind? Wenn ich höre, 7 Jahre sind Sie schon da, 7 Jahre, bei mir war noch keiner. Macht ja nichts, ich bin ja auch nur eine von ganz, ganz, ganz vielen. Aber wenn wir dahin gehen wollen, was ich zumindest am Anfang mitbekommen habe, dass die Kompetenzverbünde mit den Wissenschaften die Schulen verändern wollen und sie in diese Lehrer-, Außen-, Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer, alle reinholen wollen und nicht sozusagen diese Leuchtturm, Schulen und andere Geschichten, ist meine Frage, wie holen Sie uns alle anderen auch noch mit ins Boot? Wie kommt die Praxis zu Ihnen?
Genau, also das ist auch Teil unserer Arbeit vom Forum. Wir entwickeln zusammen gerade mit WissenschaftlerInnen verschiedene Formate, also kleinere Formate, die online stattfinden an einem Nachmittag, ne? Also jetzt nicht so immer ganztägige Veranstaltungen, ist ja auch ein bisschen praxisfern. Und im nächsten Jahr starten wir damit, die einzelnen Projektverbünde in den Austausch zu bringen mit PraktikerInnen. Also dass dann die Chemiedidaktik wirklich auch erfährt, was die Chemielehrerinnen vor Ort vielleicht schon sich gedacht haben, wo es vielleicht noch Lücken gibt zu füllen. Und genau da möchten wir eben ab nächstem Jahr wirklich sehr intensiv in den Dialog gehen, dass von Anfang an Praxis auch gehört wird. Und damit dazu beiträgt, dass es auch in die Breite geht. Ne? Frau Schalter, vielleicht Sie noch mal zu dieser Frage, wie dieser Transfer läuft, also von der Wissenschaft in die Praxis, aber natürlich den Kreis auch wieder schließt, damit da auch aus der Praxis zurückgefunkt wird in die Wissenschaft. Haut bei uns hin oder klappt nicht so? Ja, also ich meine, das ist natürlich, die Projektverbünde sind ja sozusagen an dieser Schnittstelle oder an der Aufgabe vor allen Dingen zentral Erarbeitung von Fort- und Weiterbildungsangeboten. Und da arbeiten sie tatsächlich vor Ort dann natürlich mit ausgewählten, also einzelnen Lehrkräften zusammen. Wir können jetzt nicht sozusagen für 800.000 Lehrkräfte die Zusammenarbeit organisieren. Was wir aber natürlich machen können, und das hatte Michaela ja eben auch schon gesagt, dass wir zumindest Formate anbieten, dass sozusagen Praxis mit uns in die Kommunikation treten kann und sagen kann, hier, das passt beispielsweise nicht, das geht an unserer Realität vorbei. Dazu gehört auch, dass natürlich auch die Projektverbünde sich bestimmte eigene Ziele gesetzt haben. Das heißt, man muss dann natürlich auch immer gucken, wie das miteinander zusammenpasst, ob das, was die Projektverbünde sich vorgenommen haben, mit dem übereinstimmt, was dann sozusagen aus der Praxis nochmal an sie herangetragen wird. Aber das ist ein Aushandlungsprozess. Also das ist nichts, wo man jetzt sagen kann, hier sind unsere 5 Wünsche und die arbeiten wir jetzt mal ab. Also weder von der einen Seite die 5 Wünsche, noch von der anderen Seite die 5 Wünsche, sondern dafür brauchen wir tatsächlich die Kommunikation vor allen Dingen vor Ort in den Projektverbünden und dann eben, wenn es um die Veranstaltung der Transferstelle geht, mit solchen Community Calls oder irgendwie Formaten, wo wir tatsächlich in den Austausch gehen. Aber um das nochmal aufzugreifen, was Sie sagten, wäre es auch möglich, dass die Leiterin einer Grundschule in herausfordernder Lage sich bei der Transferstelle meldet und sagt, also erstens hätte ich mal gern wissenschaftliche Beratung zu X und zweitens könnte ich auch anbieten, dass meine Schule oder meinetwegen alle Chemielehrer und Lehrerinnen an meiner Schule Ihnen Auskunft geben zu bestimmten Fragestellungen, wenn es die denn gibt. Also ist das so ein unmittelbarer Kontakt oder würden Sie dann sagen, ja, nee, das läuft dann doch eher über die Landesinstitute oder auch über die Brokerinnen, die diese Bedürfnisse miteinander aushandeln? Ich glaube, an irgendeiner Stelle müssen wir bündeln. Also ich glaube, das wäre tatsächlich eine zu enge, also dann würden wir sozusagen Beratung für Einzelschulen machen. Das ist etwas, was auch unsere Kapazitäten hoffnungslos übersteigen würde. Aber zu sagen, das ist ein Thema, das weiß nicht nur ich aus meiner Schule, das weiß ich auch, wenn ich mich mit 5 anderen Schulleitungen in ähnlichen Situationen auseinandersetze. Und wir haben das gesammelt und das treibt uns alle rum. Und das ist ein Thema, was wir reingeben möchten. Ich glaube, das ist sozusagen eher das Format. Das ist so ein bisschen die Frage, an welcher Stelle muss schon ein bisschen Verdichtung von Informationen eigentlich stattfinden, damit es handelbar letztendlich bleibt. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Und ich würde sagen, wir nehmen auch Wünsche und Erwartungen entgegen. Bitte schön. Dankeschön. Mein Name ist Markus Steinert vom Landesinstitut in Bayern, Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Frau Scheiter, Sie haben in Ihrem Vortrag in einer der letzten Folien 5 Punkte angeführt. Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung. Dazu habe ich 2 Fragen. Das eine ist, Sie haben gesagt, dass Sie intendieren, Multiplikatorinnen zu qualifizieren. Mhm. Dazu die erste Frage. Nun gibt es an den Landesinstituten, jedenfalls ist es in Bayern so, doch ein wohlstrukturiertes System von Multiplikatorinnen. Wie wollen Sie diese Dinge, die vermutlich auch in anderen Bundesländern existieren, synergetisch zusammenführen? Wie wollen Sie das nutzen, dieses Potenzial, das da schlummert? Das ist das eine. Ja. Und das andere wäre die Frage nach den Standards, die Sie auch definieren wollen.
auch da gibt es im Digitalen, der DICOMP Edu ist sehr wohl verbreitet, auch da gibt es ja Standards, wie wollen Sie diese Dinge zusammenführen? Das sind die zwei Fragen. Ja. Danke. Wir hatten das eben tatsächlich schon mal in der Pause diskutiert, dass das natürlich kein leichtes Unterfangen ist. Also wir haben 16 Bundesländer mit sehr unterschiedlich ausgeprägten Fort- und Weiterbildungssystemen auch, was die Qualifikation oder Qualifizierung von MultiplikatorInnen angeht und wer da überhaupt tätig ist. Das ist ja sehr unterschiedlich tatsächlich. Sind es lang eingearbeitete Personen, die schon lange nur noch Fort- und Weiterbildung machen, oder sind das tatsächlich in Einzelfällen auch Lehrkräfte, die von der Schule mal kurz abgeordnet sind, dann vielleicht 2 Jahre Fortbildung machen, aber dafür eigentlich nicht qualifiziert sind. Ich glaube, dazwischen haben wir viel Varianz. Das heißt, was wir gerade machen, ist, dass wir wir haben sozusagen eine erste Idee im Kopf, wie diese Qualifizierung aussehen kann. Sie kann natürlich auch nicht so aussehen, auch das war eben gerade Thema in der Pause. Wissenschaft sagt Landesinstitut, wie Qualifizierung von FortbildnerInnen zu funktionieren hat, sondern auch das muss letztendlich im Zusammenschluss funktionieren, mit den Landesinstituten zusammen und zu gucken, was gibt es denn da schon auch für Fortbildungsangebote für die Fortbildner, um dann zu gucken, an welchen Stellen kann Wissenschaft da sozusagen noch mit reinkommen oder welche Lücken kann sie sozusagen füllen. Und das wird man tatsächlich mit den Landesinstituten aushandeln müssen, was da die besten Wege sind. Nur uns scheint es tatsächlich sinnvoll, also gerade wenn es auch um die Frage geht, wie kann man die Ergebnisse aus den Projektverbünden in die Landesinstitute noch mit reintragen. Das ist ja nicht damit getan, dass man die Sachen irgendwo auf komplett als Plattform ablegt und dann hofft, dass die in die Anwendung kommen, sondern auch vielleicht Qualifizierung zu den Lehrerfortbildungen, die entwickelt werden. Auch das ist ein Thema, was wir uns vornehmen wollen. Aber wer Fortbildner sind in den 16 Bundesländern, gibt es unheimlich wenig systematisch zusammengetragene Erkenntnisse. Deswegen ist das für uns auch ein Thema, erstmal zu gucken, was bringen die überhaupt mit? Also haben die eine Zusatzqualifizierung genau für diese Aufgabe in der Erwachsenenbildung? Oder sind es eben Lehrkräfte, die ihre pädagogischen Kenntnisse aus dem schulischen Unterricht beziehen und sich dann so ein bisschen Erwachsenenbildung, sage ich jetzt mal, draufgeschaufelt haben? Und das überhaupt erstmal festzustellen, ist eine Voraussetzung, um dann zu sagen, wie gehen wir mit genau diesem Thema um? Und jetzt habe ich überlegt, das zweite Thema. Bitte? Standards. Standards, genau. Wir haben Instrumentenentwicklung für das Thema digitalisierungsbezogene Kompetenzen. Das ist etwas, was momentan in auch einzelnen Landesinstituten vorangetrieben wird. Also ich hatte gerade mit Herrn Kotter auch das Gespräch, dass das zum Beispiel an der ALP auch gerade vorangetrieben wird. Auch da wäre die Idee, und da sind wir auch schon im Austausch, natürlich mit dem, was aus der Praxis kommt, zu gucken. Der DICOMP Edu ist als Referenzrahmen ja sehr global. Da steht drin, ich soll mit digitalen Medien differenzieren können. Was bedeutet das im Konkreten dann wirklich? Und auch da bedarf es sozusagen der Abstimmung. Wenn es um die Standards für die Fort- und Weiterbildung geht, das ist nochmal ein anderes Thema. Da ist vor allen Dingen auch die Frage, wie kriegen wir eigentlich das nochmal formuliert, was wir eigentlich wissen zu effektiven Fort- und Weiterbildungen, und wie können wir das gemeinsam mit den Landesinstituten aber auch nochmal auf Praktikabilität hinprüfen. Weil wir wissen eigentlich alle, seit den Übersichtsarbeiten von Frank Lipowski, eigentlich müssten Fortbildungen länger sein, sie müssten unterschiedliche Phasen haben, sie müssten Erprobungsphasen haben. Und wenn wir uns aber die Fortbildungsrealität angucken, dann sieht die anders aus. Aber vielleicht kann man in vielen Fällen zumindest, vielleicht kann man auch da nochmal sozusagen prüfen, was wäre denn vielleicht doch, jetzt gerade wenn wir digitale Medien auch in der Fortbildung haben, was wäre vielleicht doch machbar? Also macht es beispielsweise Sinn, eine Inputphase doch als digitalen Selbstlernkurs zu machen und dann aber eine Reflexionsphase eher in der Präsenz? Das sind alles sozusagen so Fragen, wo wir gerade sozusagen dran sind. Ich würde gerne eine Frage einspeisen, die uns aus dem Stream erreicht hat, nämlich, wie werden denn die Praxispartner ausgewählt? Wir hatten es ja vorhin schon kurz am Beispiel
der Grundschule und wie gelingt dann bei aller Arbeitsbelastung die Motivation für die Zusammenarbeit? Oder würden Sie auch hier wieder sagen, nee, für dieses direkte 1:1 sind wir gar nicht die Richtigen? Mhm. Also die Auswahl sozusagen derer, mit denen die Projektverbünde zusammenarbeiten, ist letztendlich, liegt in den Projektverbünden, da können vielleicht diejenigen, die hier im Raum sind, deutlich mehr zu sagen. Und da gibt es nachher, um Entschuldigung, genau, da kurz reinzukretschen, auch noch die Möglichkeit, genau solche Fragen an die Repräsentanten der Projektverbünde zu richten. Das sind natürlich, ich glaube, da muss man schon auch ehrlich sein, das sind häufig sozusagen eher die Lehrkräfte, die sowieso schon im Kontakt mit Universität sind, die in Netzwerkschulen aktiv sind, dass man jetzt wirklich sozusagen die Schule, die noch nie in Berührung gekommen ist mit wissenschaftlicher Entwicklungsarbeit in diesem Kontext, dafür gewinnen kann, das ist sicherlich ein bisschen schwieriger. Also es ist auch sozusagen Verfügbarkeit. Die Ressourcenverfügbarkeit ist ein großes Problem. Wir haben gerade sozusagen an der Uni Potsdam das Problem, wir haben ein Praxissemester im Masterstudiengang. Die abgeordneten Lehrkräfte, die in diesem Praxissemester die Betreuung machen, sind uns gerade für dieses Jahr gestrichen worden aus Lehrkräftemangel, wären aber genau zentral, um diesen Praxisbezug im Studium hinzubekommen. Das heißt, das ist etwas, womit wir in diesem sehr angespannten System kämpfen. Dafür gibt es auch keine gute Lösung, außer die, man muss sehr stark nach effizienten Formaten der Zusammenarbeit suchen und sehr stark nach Formaten, wo Personen wirklich den Eindruck haben, das löst für mich ein konkretes Problem. Und das ist nicht irgendwie la pola und man redet darum, sondern es löst für mich ein Problem, eine Herausforderung, die ich im Unterricht habe und schafft mir persönlich auch einen Mehrwert. Ansonsten werden sich leider nur wenig Leute wahrscheinlich bereit finden, da sich mit einzubringen. Okay, keine erfreuliche Antwort, aber dennoch danke für die aufrichtige Antwort. Dann jetzt eine Frage an dich, Michaela, glaube ich eher. Welche Formate sind denn geplant für den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis? Und wie, jetzt wird es trickreich, kann dafür gesorgt werden, dass der Transfer nach der Projektlaufzeit weiter besteht? Ich mache erstmal den ersten Teil. Ja, genau, gerne. Ich habe es ja schon gesagt, wir versuchen auf ganz unterschiedlichen Ebenen Wissenschaftskommunikation zu betreiben, zum einen, aber auch eben Formate anzubieten, die rein digital stattfinden werden, aber auch hybrid stattfinden werden, also wo wir versuchen werden, das ganze Wissen, was generiert wird, so breit wie möglich zu streuen und auch im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das ist einfach auch den Alltag der Praxis gerecht wird, und wir werden auch Möglichkeiten bereitstellen, wo man in Kontakt tritt. Also das ist ja immer auch ein dialogisches Format. Das ist das, worum es uns geht. Und die Formate möchten wir im Idealfall nicht nach der Projektlaufzeit beenden, sondern im besten Fall übergeben und sagen, das ist ein erprobtes Format, damit könnt ihr gut arbeiten und können da einfach schon mal in der Projektlaufzeit, weil wir gehen auch davon aus, dass wenn wir die ersten Formate starten, die werden nicht perfekt sein. Wir probieren da aus, was passt. Wir werden da auf die Rückmeldung aus den verschiedenen Bereichen eingehen. Und dann ist das große Ziel, dass wir eben einzelne Formate übergeben können an Universitäten, an Landesinstitute, an Stiftungen, an das Forum. Verschiedene. Wir reden ja jetzt hier, entschuldige, dass ich unterbreche, von der Projektlaufzeit bis Sommer 26. Reichen denn die 2,5 Jahre, um das auf den Reifen zu bringen? Also Projekte zu starten, durchzuführen, zu evaluieren, da raus zu extrahieren, was das Learning ist, und das dann weiterzureichen? Ich kann das ja jetzt nicht ändern. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich jetzt schon weiß, dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass da dann Ende ist, und so arbeiten, also so versuchen wir dann auch so intensiv daran zu arbeiten, dass es dann ein gutes Ergebnis bringen kann. Und wenn es weiterläuft, super. Aber wir müssen damit umgehen, was wir jetzt gerade haben, und nicht jetzt schon vorher wissen, wir schaffen es eh nicht und es ist dann eh vorbei. Das ist nicht unsere Haltung vom Forum. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wir versuchen das jetzt in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, so gut wie möglich zu wuppen. Gibt es Fragen hier im Saal? Da sehe ich eine erhobene Hand.
So, Reihe 3 ist das von mir aus geguckt. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne an den Vorredner aus Dillingen anschließen. Mein Name ist Silke Silano. Ich leite im Landesinstitut in Niedersachsen die Abteilung für Fort- und Weiterbildung für die 90.000 Lehrkräfte im Land mit meinem Team. Und Sie sprechen davon, Formate zu konzipieren, Fortbildung zu konzipieren. Ich kann nur raten, tatsächlich auch die Expertise, die in den Landesinstituten sitzt, hier einzubeziehen. Natürlich arbeiten wir nach den Kriterien lernwirksamer, nachhaltiger Fortbildung, Lipowski. Wir haben Fortbildung für Fortbildende schon institutionalisiert in Niedersachsen. Da sitzt die geballte Expertise und ich hoffe, dass die auch wirklich angewendet wird. Ich glaube, ich habe zu Beginn des Jahres fast 30 Letter of Intents geschrieben. Wir sind bereit, mitzuwirken in jedem Fall, gleichwohl in die Kompetenzverbünde ja sehr viele Millionen fließen, die nie in den Landesinstituten ankommen. Wir können kein Personal dafür rekrutieren, also das ist immer on top, aber die Angebote sind da und mein Appell ist wirklich, das schon in der Konzeptionierungsphase auch zu nutzen. Danke. Genau, also ich kann dem sozusagen nur zustimmen, das ist so genau das Anliegen, was wir haben, weswegen wir von vornherein gesagt haben, wir wissen, diese finanzielle Konstruktion dieses Programms ist nicht ideal gewesen, wenn es um Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis geht. Wir können jetzt nur sozusagen dafür Werbung machen, trotzdem irgendwie zu versuchen, sozusagen diese beiden Seiten zusammenzubringen und gemeinsam sozusagen an diesen Aufgaben zu arbeiten. Und da freuen wir uns sozusagen über die Inputs auch sozusagen die Learnings, weil natürlich sind dort viele Erfahrungen da. Ich finde es auch nochmal interessant zu sehen, sozusagen diese Unterschiedlichkeit der Landesinstitute und auch der Organisation der Landesinstitute da auch nochmal mit einzubeziehen. Das ist für uns auch immer noch so ein bisschen eine Herausforderung, tatsächlich zu navigieren, wenn wir mit einzelnen Landesinstituten sprechen, die dann auch sagen, wir haben da schon ein super gutes Angebot und dann hat man aber ein anderes Landesinstitut, wo es diese Strukturen eben noch nicht gibt. Das heißt, das ist für uns auch eine Herausforderung, wenn wir sagen, die Landesinstitute, dann gibt es die ehrlicherweise nicht. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Michaela. Wir haben vorhin über den Transfer zurück in die Praxis und vice versa gesprochen. Wie sieht es denn aus mit dem Transfer in die Öffentlichkeit? Habt ihr da bestimmte Formate vor Augen? Beschreitet ihr da jetzt neue, andere Wege oder intensiviert irgendetwas? Das kann, glaube ich, am besten Philipp beantworten. Die treffen sich ja dann quasi unten bei den Kompetenzzentren. Aber ich glaube, auch da sind wir unterschiedliche Wege gegangen und sind ein bisschen progressiver vielleicht auch. Also wir verändern schon, glaube ich, die Ansprache, weil es ja auch um Motivation geht. Also wir versuchen es direkter anzusprechen und wirklich auch die Stimmen aus der Praxis mit reinzuholen. Mhm. Ja. Und ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist nicht so ein einfaches Feld. Mhm. Das machen die ganz gut. Kann ich bestätigen. Ja, genau. Gibt es weitere Fragen im Saal Ihrerseits? Sie sind so viel und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie um 2:05 eigentlich schon alle Fragen hier beantwortet wähnen. Also, wie gesagt, wir nehmen auch gerne Ihre, wie vorhin gerade im vorangegangenen Beitrag, Ihre Erwartungen und Wünsche und vielleicht haben Sie auch schon Ideen, die Sie hier mit uns teilen können. Hier vorne in Reihe 1 sehe ich, Herr Humland, die Sie mit uns teilen können, wo Sie sagen, das braucht ihr nicht auszuprobieren, haben wir schon gemacht, war nichts. Bitte schön. Das vielleicht gerade nicht aus dem Spontan, sondern tatsächlich, ich wollte da erstmal vielen lieben Dank nochmal für den schönen Vortrag, liebe Katharina. Ich wollte doch nochmal das Thema Zeit kurz ansprechen, weil das ist gerade auch für den Kompetenzverbund MINT, dem ich auch zugehöre, die wir schon zum 1.4. gestartet sind, eine Herausforderung. Und vielleicht gibt es da auch Tipps oder Ideen oder mehr Beratung oder irgendwelche beruhigenden Worte, die du uns noch mitgeben könntest, wie wir doch diese, du hast vorhin diese zwei Adjektive komplex und groß, das ist andere Projekte gleichen Formates haben, Laufzeiten von mindestens 3 bis 5 Jahren. Sind jetzt bei knapp 2 Jahren noch, die uns übrig bleiben. Ja. Und entschuldigen Sie, stellen Sie sich noch mal kurz vor, Sie haben schon gesagt, Sie gehören zum Bereich MINT, aber wer Sie nachher noch mal ansprechen möchte. Amitabh Banerjee, Professor für Chemiedidaktik an der Universität Potsdam. Die vorhin angesprochene Chemie, vielleicht können Sie sich auf kurzem Wege vertraten. Dankeschön, bitte sehr. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich habe keinen
Geldesel sozusagen im Hintergrund, der sagt, okay, da ist noch mal ein halbes Jahr dran. Ich glaube auch nicht, dass ein halbes Jahr tatsächlich reichen würde. Ich hätte auch tatsächlich auf die Frage eben, die an Michaela ging, glaube ich, sehr klare Worte gefunden. Ja, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben, aber wir gucken, was sind im Grunde genommen Blaupausenwege, die auch danach weitergeführt werden müssen. Ich glaube nicht daran, dass sozusagen ein Programm wie dieses hier sozusagen nach 2,5 Jahren abgeschlossen ist oder sozusagen nach 2,5 Jahren schon den Impact hat, sondern wir können jetzt nur an einzelnen Beispielen eigentlich zeigen, wie es gehen könnte oder was gute Ideen wären. Und danach muss es aus meiner Sicht was anderes geben. Da würde ich mich auch nicht sozusagen auf eine andere Diskussion einlassen, auch wenn die momentan gerade ein bisschen schwierig ist mit der Frage um die Gelder. Ich habe den Eindruck, dass es sinnvoll ist, sich nicht zu verzetteln in den Projektverbünden. Also man kann sich ja überlegen, ich sage es jetzt mal an deinem Beispiel, will man jetzt die gesamte Chemie innerhalb sozusagen seiner Fort- und Weiterbildung abdecken oder macht man eine Sache, wo man aber sozusagen wirklich gut zeigen kann, das ist ein Prototyp und da steckt sozusagen eine generalisierbare Idee dahinter, die dann vielleicht auch gut kommuniziert werden kann an andere, um sie auszuweiten auf andere Themenfelder, auf andere Gegenstandsbereiche. Das scheint, also ich würde jetzt nicht den Anspruch haben, von den Projektverbünden zu sagen, wir müssen am Ende des Tages sozusagen für alle Bereiche der Mathematik Fort- und Weiterbildungsangebote haben oder für alle Bereiche in den Sprachen, sondern gute Beispiele, an denen man Grundprinzipien eigentlich klar machen kann und die dann sozusagen transferierbar sind. Das wäre mein Anliegen. Jetzt noch eine Frage, die uns über Menti erreicht hat, und zwar mit einer juristischen Stoßrichtung. Welche gesetzliche Wirkung soll mit dem Projekt erzielt werden? Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurücktreten und fragen, soll mit dem Projekt eine gesetzliche Wirkung erzielt werden? Also ich würde sagen, es soll eine politische Wirkung mit erzielt werden. Und ich meine, wir haben den engen Austausch mit dem BMBF, wir haben den engen Austausch mit den Ländern und natürlich betreiben wir da auch oder machen sichtbar, dass es an der Stelle nach 2,5 Jahren nicht zu Ende sein kann. Nun ist es so, sind wir sicherlich sozusagen die stärksten Lobbyisten in dem Spiel. Wir können einfach nur sichtbar machen, wo wir die größten Baustellen sehen und das ist einfach so, wie es jetzt läuft, keine dauerhaften Wirkungen erzielt werden können. Juristische Regelungen, also ich meine, es gibt ja auch manchmal auch sozusagen Bestreben oder Diskussionen um Föderalismus, ja, nein, vielleicht. Ich bin da pragmatischer. Ich glaube, ich habe nicht den Ehrgeiz, innerhalb von 3 Jahren zusätzlich zu diesem Projekt, was schon kein leichtes ist, noch eine Debatte anzufangen, ob nun Föderalismus in dem Kontext irgendwie eine kluge Idee ist oder nicht. Das bringt uns letztendlich auch nicht weiter. Wir müssen mit dem System leben, momentan, was wir haben und gucken, wie wir innerhalb dieses Systems sozusagen Wege finden, das möglichst gut umzusetzen. Dazu bin ich zu sehr pragmatisch. Okay, glaube ich, ganz angemessen der Größe des Projektes. Gibt es hier im Saal noch Fragen oder vielleicht Ideen, Hinweise? Bitte schön, hier vorne. Ja, Trummer, Sächsisches Staatsministerium für Kultus. Frage, das Projekt ist ja vom BMBF aufgesetzt, betroffen sind aber eigentlich die Abnehmer der Lehrkräfte, sind die Länder. Haben Sie Pläne und wie sehen die aus, die Länder in das Gesamtprojekt einzubinden? Naja, also wir haben tatsächlich einen regelmäßigen Austausch mit der Kommission Lehrkräftebildung der Kultusministerkonferenz. Es gibt innerhalb dieser KMK-Kommission eine Arbeitsgruppe Digitale Kompetenzzentren, die also sozusagen nur eingeführt wurde als Ansprechpartner für genau den Kompetenzverbund. Hier haben wir zum Beispiel diese Diskussionen geführt, inwieweit wir Strukturen der Länder, also insbesondere die digitalen Plattformen, nutzen dürfen. Und hier bringen wir auch alle anderen Themen ein. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, Genehmigungsverfahren in Schulen, sehr kompliziert in der knappen Laufzeit der Projekte, schwer zu realisieren. Das sind da schon Themen, die wir einbringen. Das ist für uns sozusagen die Schnittstelle in die Länder. Wir haben zusätzlich natürlich mit
Dorit Stehnke und Frau Boven nochmal im Begleitgremium auch zwei sprechfähige und sehr sichtbare Mitglieder in dem Begleitgremium, wo wir natürlich auch Themen auch von uns aus weitergeben, sozusagen in die Politik und da auch sozusagen in die Länder weitergeben. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt tatsächlich gerne noch eine Frage von Menti nehmen, die aufs Schönste vorführt, wie man die Gegenwart aus der Zukunft beurteilen kann. Was ist nach 3 Jahren Projektlaufzeit anders geworden? Und ich glaube, die Frage ist so gemeint, also was soll da anders geworden sein? Was wünscht ihr euch? Was wünschen Sie sich? Ja, also primär würde ich mir oder wünsche ich mir deutlich offeneren Austausch und Dialog aller beteiligten Akteure und auch das Vertrauen, wirklich einen offenen Dialog zu starten. Das haben wir zum Teil auch schon im Forum bei unserer Fachtagung, die wir mit der KMK machen, also dass da wirklich auch ein Austausch stattfindet, länderübergreifend. Und das jetzt quasi nochmal zu übertragen, dass dann auch Wissenschaft das im Dialog mit den Ländern macht, mit der Praxis macht und da wirklich ein echter Dialog stattfindet und wir da auch ehrlich sind und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, offene Fehlerkultur, ne, dass wir da auch sagen, den Fehler habe ich schon 3-mal gemacht, den müsst ihr jetzt nicht auch noch machen. Ich spüre da Wunsch von vielen Seiten und bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen, wenn wir eben den Austausch auch zulassen und Räume schaffen, zu experimentieren, in den Dialog zu treten. Und und ich hoffe es eben auch so ein bisschen andere Formate, die eben diesen Dialog unterstützen, es schaffen, ins Regelsystem zu kommen. Ja. Frau Scheiter, sind noch Wünsche offen oder sind das die Michaela jetzt genannt hat bei Ihnen? Also das ist auf jeden Fall auch ein Wunschpaket, was ich sozusagen habe. Ich würde mir schon wünschen, dass wir danach irgendwie eine Situation haben, wo es selbstverständlich ist, dass, wenn solche Themen anstehen, dass man als erstes sozusagen sich gemeinsam an einen Tisch setzt und sich überlegt, wie könnte man denn ein Problem Lehrkräftemangel oder ein Problem Qualifizierung von Lehrkräften oder neue Technologien, KI, weiß nicht, was auch immer, dass man sich gemeinsam sozusagen überlegt, wie kann man das angehen mit wissenschaftlichen Methoden, mit praktischer Erfahrung oder mit Erfahrung aus der Praxis und das von Anfang an zusammendenkt. Ich finde auch nochmal, aber das ist vielleicht eher die wissenschaftliche Perspektive, wir haben noch lange nicht alles ausgereizt, was an praxisbezogener Forschung auch möglich wäre, wenn diese Schnittstelle optimiert wäre. Also auch so Ideen, wenn wir diskutieren immer darum, wir wollen eigentlich in der Lehrkräftebildung, vor allen Dingen in den Fachdidaktiken und in der Schulpädagogik, Personen haben, die Schulerfahrung haben. Das beißt sich immer mit dieser Idee, jemand, der auf eine Professur berufen werden soll, der soll möglichst schnell sozusagen wissenschaftlich publizieren und viel publizieren etc. Wenn man da sozusagen Wege schaffen würde, zu sagen, man hat einen Lehramtsstudierenden und der macht vielleicht eine Promotion in der Schule, also begleitend zum Referendariat beziehungsweise andere Referendariatsformen, die wissenschaftliches Arbeiten und praktisches Arbeiten miteinander verknüpfen. Das hat es ja als Pilotversuche in einzelnen Bundesländern gegeben. Dann wäre auch damit sozusagen eigentlich nochmal eine Möglichkeit gegeben, wie man diese Skepsis manchmal von den beiden Seiten oder gegenseitige Skepsis also früher auflösen könnte. Vielen herzlichen Dank Ihnen, euch beiden, für den Input an dieser Stelle. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitdenken vor allen Dingen und für Ihre Fragen hier im Saal und im Stream. Herzlichen Dank.